Hallo zusammen, ja, ich bin wieder da. Ich wünsche euch erstmal ein frohes neues Jahr. Ich hoffe, das ist nicht zu spät gesagt, aber ich finde, es ist irgendwie im ganzen Januar kann man noch sagen, dass man einem frohes neues Jahr wünscht. Habe ich das jetzt richtig gesagt? Egal. Auf jeden Fall wünsche ich euch ein frohes neues Jahr. Mögen eure Wünsche alle in Erfüllung gehen und dass ihr gesund und munter bleibt und das alles verwirklichen könnt, was ihr euch vorgenommen habt. Ja. So, zum einen möchte ich heute euch einige Sachen zeigen, die ich in letzter Zeit gekauft habe. Ich möchte in der nächsten Zeit mehrere Tutorials drehen. Auch weil jetzt bald Fasching vor der Tür steht, beziehungsweise Karneval. Deswegen habe ich auch einige Sachen dafür gekauft und einige Sachen aus der LE. Ja. Und ach so. Und als ich eben auf YouTube auf meinen Kanal gegangen bin und gesehen habe, dass ich jetzt mittlerweile 59 Abonnenten habe. Ich bin voll hysterisch. Ich freue mich über jeden neuen Abonnenten. Ich freue mich so sehr, dass unbelievable. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank für die neuen Abonnenten. Ich hoffe, euch gefallen meine Videos und ihr dürft auch ruhig kommentieren und eure Kritikpunkte darstellen, wie auch immer. Ja, ich würde mich auf jeden Fall riesig freuen darüber und ich freue mich über jeden Abonnenten. Vielen Dank. Muah. Echt, ich bin unglaublich. Mein Sohn, der fiebert auch bei jedem Abonnenten mit. Er will immer sehen, was Neues auf meinem Kanal passiert und ja, ich bin echt happy. Vielen, vielen, vielen Dank. So, ich glaube, ich fange mal jetzt mal. Mit was fange ich denn am besten an? Also ich habe mir, soll ich erstmal anfangen, was ich im Bastelgeschäft gekauft habe? Ja, ich denke schon. Also im Bastelgeschäft habe ich für die Make-ups, die ich schminken möchte für euch, einige Sachen gekauft, die ich dafür brauche. Und zwar sind es Federn. Ich habe so blaue Federn und weiße Federn gekauft. Bei uns heißt der Laden ID. Er hat auch einen Online-Shop. Ich zeige euch das mal. Seht ihr das? Ihr könnt ja gerade auf Stopp machen und dann könnt ihr euch das mal anschauen. Da sind auch oft viele Sachen reduziert. Ich glaube, diese Federn kosten 2 Euro jeweils mit 15 Federn. Und dann habe ich so Wachtelfedern gekauft, glaube ich, heißen die, wie auch immer. Das sind die. Dann habe ich mir so Sticker gekauft, die aus Filz bestehen. Diese ganzen Eisdinger, Eissternchen, Eiskristalle und Schneeflocken, wie auch immer die heißen. Ja, was habe ich dort noch gekauft? Ach ja, den Stempel. Den Stempel habe ich dort auch gekauft. Das ist einmal so. Den möchte ich verwenden, um in dieser Farbe, das ist auch von dem Laden, das ist eine Profi-Schminkfarbe von Eulenspiegel in Weiß. Ja, die ist 24 Monate haltbar, also 2 Jahre. Und das habe ich auch für meine Make-ups gekauft, die ich für euch schminken möchte, für Karneval, wie auch immer. Ja, das war das. Dann war ich im Rossmann. Weil letzte Woche gab es dort, ich glaube, 20% auf Manhattan und Astor, glaube ich, oder Max Factor. Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich da 2 Lippenstifte gekauft. Das ist einmal dieser. Der heißt Perfect Cream and Care, die 57D.
Das ist so ein rosa-pink, würde ich sagen. Ich swatch euch den mal. Der ist auf den Lippen aber gar nicht so rosa, wie er hier aussieht. Der ist sehr dezent und das mag ich an dem Lippenstift. Und der riecht auch voll gut. Hallo? Das dazu. Dann habe ich mir noch so ein, wie heißen die? Lips to Last Gloss und Lippenstift gekauft. Das sind diese Lippenstifte, die man aufträgt und die, glaube ich, wie lange halten die? 60 Sekunden trocknen lassen. Bla bla. Ja, steht hier irgendwie nicht drauf, wie lange das hält. Aber auf jeden Fall bleibt es länger auf den Lippen und das ist halt die Pflege dafür, die man dann aufträgt. No? Ja. Ich weiß gar nicht, wie teuer der war. Ich glaube, ich habe 4 € dafür bezahlt, 4,50 €. Ich glaube schon, ja. Und für den, ich glaube auch, um die 4 €. So, dann habe ich noch bei Rossmann die LE von Legend of the Sky gefunden. Die war jetzt dort gerade noch voll gewesen. Da habe ich diese, leider nur diese Palette gekauft. Ich wollte eigentlich noch die Lippenstifte kaufen, aber leider waren sie alle benutzt. Was ich echt zum Kotzen finde. Sorry für den Ausdruck, aber es nervt wirklich, wenn Leute nicht den Tester benutzen, sondern die Produkte, die man kaufen soll. Es war wirklich jeder Lippenstift war entweder benutzt oder total eingedätscht. Den konnte man überhaupt nicht mehr benutzen. Auf jeden Fall, Leute, bitte, ehrlich, lasst es sein. Ihr könnt die Tester benutzen. Warum ist es so schwer? Sorry, ehrlich, das muss ich jetzt gerade mal loswerden. So. Ich glaube, das nervt euch auch, oder? Wenn irgendjemand Fremdes mit seinem Glibbelfinger irgendwie oder seinen Lippen. Ach, das ist einfach eklig. Das ist unhygienisch und das macht man nicht, wenn man es nicht kaufen möchte. So. Auf jeden Fall habe ich mir diese Palette gekauft. Das sind 8 Farben. RIP. Das ist. Entschuldigung. Das sind einmal so ein Taubblau, Taub, oder ich weiß nicht, wie man es nennt, Taub, Taub, Blau, Grau so. Die Farbe, also die Lidschatten von Essence sollte man eigentlich immer mit der Base auftragen, weil dann kommen die Farben besser raus. Das ist so ein Grau, das daneben, dieses. So ein Grau. Ich mag solche Töne. Das nächste ist so ein Khaki-Grau, würde ich das nennen. Mit den Farben ist es ja immer schwierig irgendwie. Das ist das. Ja, das ist das. Schade. In dem Licht sieht man das nicht so gut. Und das letzte aus dieser Reihe, das ist so ein Braun mit Schimmerpartikeln. Und das ist auch echt gut pigmentiert. Joa. Jetzt die nächste Reihe. Das ist einmal so ein Rot. Echt eine tolle Farbe, muss ich sagen. Schimmert auch. Die hat auch. Ich glaube, alle schimmern bis auf 2. Außer dieses Grau. Dieses Grau hier. Dieses Grau und die. Das Khaki, glaube ich, ja. Das Khaki-Grau. Sonst schimmern alle. Dann gibt es noch ein Orange. Das finde ich auch ganz toll.
Ich habe mir diese Palette überwiegend gekauft für Make-ups zu schminken, weil ich finde die Konsistenz auch ganz gut. Die sind schön butterweich. Kann man echt nicht meckern. Dann ist das hier dieses Weiße. Das ist für Highlighting. Über die Augenbraue. Über? Unter die Augenbraue. Ja. Und so ein Eisblau, würde ich sagen. Das ist so ein Babyblau, Eisblau, wie auch immer. Aber hat auch so einen Graustich drin. Seht ihr das? Das ist die Farbe. Ja, ich bin ganz zufrieden mit der Palette. Ich habe sie jetzt noch nicht ausprobiert. Aber ich finde sie ganz in Ordnung. Glaube, die hat 3,79 € gekostet. Bin mir nicht sicher. Und dann habe ich mir noch aus der Crystal, wie heißt die? Crystal Ice, Iced LE von Essence Sachen gekauft. Einmal die beiden Eyeshadow, Liquid Eyeshadows. Und die Glitzerpigmente. Die fand ich echt toll und ich habe auch mit diesem Pigment, das heißt Frosted Champagne, die 01. Na? Damit habe ich ja auch einen Look geschminkt für Silvester. Ich glaube, das zweite, ja. Das kann ich euch ja in der Infobox verlinken. Und einmal das andere. Hier ist irgendwie der Name nicht mehr dran, aber das ist das Silberne davon. Das ist auch ganz toll. Da sind jeweils, glaube ich, 2 Gramm drin. Ja, 2 Gramm. Und haben, glaube ich, auch um die 2-3 € gekostet. Meine Kamera spinnt, sorry. Keine Absicht. So, dann habe ich ja diese Liquid Eyeshadows gekauft und ich bin überhaupt nicht zufrieden. Also, dieser geht ja noch. Das ist die 01 Ice Crystals on My Windows. Der ist nicht so flüssig wie der andere. Den könnte man auch verwenden als Base. Also lose auf, also einfach nur so aufs Augenlid draufpacken. Ich glaube, das wird nichts. Das hält auch nicht. Das verrutscht, denke ich, sofort in die Lidfalte und das bringt auch nichts. Das ist einmal die Farbe. Ich finde sie ganz schön. Die glitzert auch schön. Schimmert, nicht glitzert. Da bin ich echt. Echt enttäuscht. Das ist die 01, It's a Snow Woman's World. Das, also die Farbe an sich sieht echt scharf aus, finde ich. Das ist so ein Grau, Gold, Schimmer. Ja, wie sieht man das denn hier? Sieht man es überhaupt? Man sieht das gar nicht. Auf jeden Fall, die Farbe ist toll, aber es ist ziemlich flüssig. Sehr flüssig. Flüssig, flüssig. Einfach flüssig. Finde ich nicht gut. Die Textur ist nicht gut. Da ist der andere viel, viel besser. Das ist dieser. Der ist sehr, sehr nass. Seht ihr das? Ja, bin ich jetzt überhaupt nicht zufrieden. Muss man mal abwarten, ob man das irgendwie auch als Eyeshadow Base benutzt, aber ich bin nicht zufrieden damit. So, dann habe ich noch bei Rossmann dieses schicke Teil hier gekauft. Das ist ein
Kühlender Augen Konturen Roll-On mit Koffein und Apfelextrakt. Das soll nachhaltig Feuchtigkeit spenden, soll erfrischend und anregend wirken und mindert Augenringe und Schwellungen. Ja, ich habe es jetzt noch nicht ausprobiert, muss man schauen. Das hat, glaube ich, 2,99 Euro gekostet. Ich bin mir nicht sicher. Wer es weiß, kann es mir ja in den Kommentaren reinschreiben. So, dann war ich noch beim Irrplatz. Dort habe ich mir drei Sachen gekauft. Einmal aus der aktuellen LE Hidden World. Die C02 Yes I Would. Das ist dieses Soufflé, Eyeshadow Soufflé. Die Farbe finde ich ganz toll. Ich zeige euch. Und es ist wirklich wie so ein Mousse. Also so ein Mousse-Schokolade. Kennt ihr das? So fühlt sich das an. Ich zeige euch das mal. Und das schimmert so toll. Ganz toll. Oh, dieser Blaustich, ne? So. Sieht man das? Ja. Auf jeden Fall echt tolle Farbe. Eine tolle Farbe. Die hat gekostet, ich glaube, hat die 3,25 Euro gekostet. Ich glaube schon. Ganz schön stolzer Preis. Dann habe ich mir die Prime and Fine Primer gekauft, ein Primer von Catrice. Das ist dieser. Ja, ich habe jetzt einige Sachen, also einige Videos gesehen, die dafür sprechen, dass es ein gutes Produkt ist und einige auch, die sagen, es ist Mist. Also, dann dachte ich mir, ich teste es mal selber aus, ob es für mich gut ist. Das sieht so aus. Ich habe noch nie so einen Primer benutzt. Muss man halt gucken. Habe ich noch nicht ausprobiert. Schauen wir mal. Dann habe ich mir das Infinite Matte Make-up nachgekauft in 010 Light Beige. Das hier. Das ist ganz gut. Es ist aber jetzt nicht perfekt für mich. Ich bin noch auf der Suche nach dem perfekten Make-up. Aber schauen wir mal, ob ich das überhaupt finde. Ja, auf jeden Fall, das kostet, glaube ich, 6,99 Euro. Ich bin mir nicht sicher. Und das Gute ist ja bei Catrice, dass die langsam die Sachen versiegeln. Es war ja richtig alles schön zu mit Tesafilm. Die beiden Sachen, die waren komplett zugeklebt, dass man es nicht öffnen kann. Somit keiner drin gehen kann. Das finde ich echt gut. Da sollten sich andere Firmen echt mal eine Scheibe davon abschneiden. Ja. Dann habe ich beim DM die, Circus de Bon. Da habe ich mir drei Lidschatten gekauft. Diese farbigen. Einmal das Gelb. Wie heißt das hier? 010 Crazy Yellow. Das schimmert, glaube ich, ein bisschen. Ich zitter voll. Ich swatche euch das mal. Die Pigmentierung ist ganz gut. Hätte ich nicht gedacht. Okay, in dem Licht sieht man das gar nicht gut. Mache ich mal noch eine Schicht drüber. Aber es schimmert so Gold. Finde ich. Seht ihr das? So. Das ist nicht so ein richtiges Gelb, aber es ist so ein Gelb-Gold. Ist eigentlich eine schöne Farbe. Muss man mal gucken, wie es auf dem Auge aussieht.
Dann habe ich mir den, den blauen gekauft, der heißt Freaky Blue. Ist der. Den finde ich auch schön. Ich dachte erst, dass die Lidschatten alle matt sind. Aber dem ist nicht so. Und der schimmert auch. Finde ich auch ganz schön. Ich habe die Sachen halt gekauft, überwiegend für Make-ups, die ich schminken möchte. Ich glaube, dass ich sage das zum 100. Mal. Aber ich werde für euch Make-ups schminken. Ja. Auf jeden Fall habe ich dann noch die dritte Farbe gekauft. Das ist das Ruby Pink. Wobei es überhaupt kein Pink ist, finde ich. Das ist mehr rot als pink. Und es schimmert auch. Bin jetzt voll geswatcht. Auf beiden Händen. Und ich finde, man könnte diesen Lidschatten auch als Rouge verwenden. So ein leichter Schimmer drinne auch. Wie alle. Ja, das war diese LE. Achso, nee, stimmt nicht. Dann habe ich mir noch diese Glitzerdinger alle gekauft. Die kosten 5 Euro. Ich finde ein bisschen zu viel für die Dinger. Aber ich habe sie halt dafür jetzt auch gekauft. Und fand das auch eine gute Idee, dass es mal in so einer LE gibt. Ja, finde ich auch ganz gut. So. Das war es aus dieser LE. Dann habe ich von P2 noch einen tollen Lippenstift gekauft. Das ist die 114. Carrère di Casanova, keine Ahnung, wie das heißt. Müsst ihr mal gucken. Das ist ein ganz, ganz tolles Pink. Sieht so aus. Aber jetzt sieht es in dem Licht voll rot aus. Wobei es überhaupt nicht rot ist. Ich glaube, wenn ich swatche, dann sieht das auch aus wie rot. Aber es ist pink und es ist ein tolles Pink. Man kann es nur ein bisschen drauf tupfen und sieht toll aus. Man kann es auch auf komplett drauf und das sieht toll aus. Das sieht einfach toll aus. Es ist eine ganz, ganz tolle Farbe. Bin ich zufrieden mit. Ja, und zu guter Letzt habe ich noch bei Müller die. Terra Naturi, Naturkosmetik, habe ich mir einen Blush gekauft. Der heißt 01 Pink Kiss mit Lavasteinpulver. Das sieht so aus. Das sieht jetzt hier überhaupt nicht aus wie Pink, wegen dem Licht. Nee, sieht man nicht. Aber es ist so ein. Ein kaltes Pink. Ich swatche euch das mal. So sieht das aus. So sieht es besser aus als auf dem in dem Pfännchen. Auf jeden Fall ist es ein ganz tolles Rouge. Und es hat auch nur 2,25 € oder so gekostet. Die meisten naturkosmetischen Sachen sind ja etwas teurer immer in der Anschaffung, aber das finde ich mal echt nicht schlecht. Ja, das war's, glaube ich. Und das sind jetzt schon echt viele Minuten, die vorbeigegangen sind. Ich wünsche euch noch einen ganz tollen Abend und bis zum nächsten Mal.